Hi Affinity Freunde, in diesem Tutorial zeige ich euch einen coolen Doodle-Effekt. Also, lass mal anfangen. Zuerst stelle ich ein Model frei. Das geht am saubersten mit dem Zeichenstift. Bei gedrückter linker Maustaste kann ich mit der Alt-Taste die Richtung bzw. den Kurvenverlauf für den nächsten Knotenpunkt festlegen. Dazu brauchst du ein bisschen Übung. Und dann geht das auch sehr flott. Also ich gebe mal ein bisschen Gas und wir hören uns gleich wieder. Ich habe meine Kurve also jetzt geschlossen und erstelle jetzt eine Maske und damit ist das Model freigestellt und wir können damit weiterarbeiten. Ich kopiere das jetzt schon einmal mit Steuerung C auf Windows und Command und C auf Mac. Dann ist das schon meine Zwischenablage und jetzt erstelle ich mir ein neues Dokument für das Artwork, für das finale Artwork. Ziehe mir jetzt ein Rechteck auf die Arbeitsfläche. Damit bekomme ich jetzt meinen einfarbigen Hintergrund. Richtig schön pinkisch, rötlich. Ja, jetzt habe ich mein Model eingefügt mit Steuerung V auf Windows oder Command und V auf Mac. Platziere das und passe es jetzt in der Größe noch ein bisschen an. Ja, so passt das doch. Jetzt erstelle ich mir eine Pixelebene in der Ebenenhierarchie hinter dem Model. Als nächstes nehme ich mir eine weiße Farbe und nehme mir einen normalen Pinsel. Standard rund. Die Deckkraft auf 100 und jetzt verändere ich noch die Härte auch auf 100. Ich zeige mir jetzt hier so wie so Dampfwolken, Rauchwolken. Die gefallen mir aber nicht so, also habe ich die nochmal neu gezeichnet. So, dass sie ein bisschen fluffiger sind, ein bisschen kleiner. Und man sieht schon, ich verwende für dieses Tutorial mein Vakuum-Tablet. Ist egal, welche Marke das ist. Ich verwende halt einen Vakuum, einen Intuos mit einem Intuos-Stylus. Und das heißt, dass ich drucksensibel zeichnen kann. Also so stark, wie ich auf das Zeichenbrett drücke mit dem Stift so fest und so dick macht er halt dann auch die Striche. Das hat halt einen großen Vorteil gegenüber jetzt nur mit der Maus zu arbeiten. Erstmal habe ich mehr Kontrolle darüber, wie ich zeichne, mit den Formen jetzt zum Beispiel und eben auch diese Drucksensibilität. Dazu habe ich meinen Pinsel noch eingestellt unter der Pinselauswahl und habe die Größenabweichung auf 70% und auf Druck eingestellt. Ich werde für das Tutorial auch eine erweiterte Textversion schreiben. Diese findest du dann auf www.affinitytutorials.de. Da werde ich noch ein paar Screenshots hinzufügen. Und ich denke, das hilft denjenigen, die vielleicht noch neu sind, vielleicht ein bisschen besser,
Weil dieses Tutorial ist definitiv schon für Fortgeschrittene. Aber ist alles machbar und mit ein bisschen Übung. Und vor allem macht es ja Spaß. Bei diesem Doodle-Effekt ist es auch ganz wichtig, dass man darauf achtet, dass man in diesem Artwork mal so ein bisschen Unterschiede hat. Also, ne, diese dicken und dünnen Linien, ein paar feinere Linien, ein bisschen kräftigere Elemente, dass da so ein gewisser Mix entsteht. Und dann wird das Bild einfach, naja, spannend und auch cool. Wenn das jetzt alles die gleiche Stärke hätte, dann verliert das auch ein bisschen an, naja, ein bisschen so an Spannung. Jetzt verziere ich das Gesicht. Und mache da auch ein paar Striche, so eine Art Pfeile und Punkte. Und unter das, auf das Kinn, das betone ich auch noch ein bisschen mit einer bisschen feineren Linie. Damit das noch ein bisschen so, ja, ein bisschen so eine Tiefe hat. Man kann ja schon sehen, wie viel Kontrolle man jetzt darüber hat, über seine Pinselstriche. Das ist schon was Cooles, mit so einem Tablet zu arbeiten. Auch wenn es ein bisschen Übung braucht. Aber schaut einfach mal gerne weiter zu und ich mache mal ein bisschen was Musik an. Bis gleich. Das Geile an so einem Tablet ist natürlich, dass man auch, wie man hier sieht, so richtig schön individuelles Handlettering machen kann und dann natürlich seine eigene Schriftart hat, die natürlich keiner hat, weil man die ja selbst zeichnet. Ja, das soll es eigentlich schon fast gewesen sein. Dann möchte ich mich noch auf jeden Fall bedanken, so für die 3500 Abonnenten. Das ist auf jeden Fall Wahnsinn. Ich freue mich mega. Für das finale Artwork habe ich dann halt noch ein bisschen Dodge and Burn und naja, noch eine Gradations-S-Kurve reingemacht. Und ja, das einfach noch ein bisschen mehr poppt. Und
Ja, das war's, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch wie immer viel Spaß mit Affinity und bis zum nächsten Mal. Euer Frank. Ciao.